Am 12. Juli 2021 erfolgte gemeinsam mit Bürgermeister Reinhard Reisinger sowie den wichtigsten Projektpartnern der offizielle Baubeginn des neuen Restaurants von McDonald's-Franchise-Nehmer Andreas Gamsjäger in Spital am Semmering. Andreas Gamsjäger, ein ganz besonderer Tag heute für Sie. Vor 30 Jahren haben Sie bereits in Bruck an der Mur den ersten Standort für McDonald's eröffnet. Heute der wievielte? Heute ist der 6. Standort, wo wir heute den Spatenstich gemacht haben, und das erfüllt mich mit besonderem Stolz. Am 11. Juli 1991 haben wir, wie gesagt, Bruck aufgesperrt, und jetzt der 6. Standort. Mittlerweile haben wir in 5 Betrieben schon 240 Mitarbeiter. Hier werden noch 50 folgen, und da bin ich besonders stolz drauf, dass wir so ein tolles Team haben, das Team Gamsjäger, und auf das bauen wir auf. Herr Gamsjäger, ein besonderer Tag, wie schon erwähnt, aber wie wird es hier ausschauen? Wie sind Sie zu diesem Standort gekommen, hier an der Autobahn Spital am Semmering? Ja, ich glaube, das passt einfach sozusagen zu dieser Perlenkette perfekt dazu. Angefangen in Judenburg und jetzt der Beginn in Spital am Semmering. Genau direkt neben der Autobahnabfahrt. Ich glaube, das ist ein perfekter Standort. Man fährt runter, man fährt rauf, man hat eine Stromtankstelle da. Ich glaube, da haben wir die perfekten Bedingungen. Für die Kinder was zum Spielen, als Reise-Zwischenstation zur Stärkung. Also ich glaube, und auch für die regionale Bevölkerung. Ich glaube, wir haben alles abgedeckt hier. Herr Oehler-Michael, Sie sind zuständig für McDonald's Österreich. Was ist Ihr Zuständigkeitsbereich und was haben wir heute hier erlebt? Zuständig bin ich für Operations in Österreich, also die operativen Abläufe, und auch für solche Baustellen und für solche Gebäude im Endeffekt dann, ja. Zu erwarten hier ist sicher einer der modernsten Standorte, die wir jetzt bauen werden, wie mit Bioschredder, Photovoltaikanlage am Dach, 100% Bio, 100% grüner Strom, und auch mit E-Tankstellen, Wärmepumpe, also mehr geht nicht, was die Innovation betrifft. Und wie gesagt, da zahlen wir halt auch ein dann in die Nachhaltigkeit. Herr Bürgermeister Reisinger, Spital am Semmering, heute ein besonderer Tag für Sie? Ja, für uns ist heute ein besonderer Tag mit dem Spatenstich für das neue McDonald's-Restaurant. Da sind wir natürlich besonders stolz. 50 Arbeitsplätze werden hier entstehen. Das ist für eine kleine Gemeinde natürlich ganz ein großes Highlight. Und das ist eigentlich der zweitgrößte Betrieb nach dem Bergbahnenstolleck. Und wie stolz, dass wir sind, zeigt, glaube ich, auch, dass wir vor kurzem im Gemeinderat einstimmig beschlossen haben, dass dieses neue Restaurant die Anschrift McDonald'sStraße 1 bekommt. Naja, ich kenne Herrn Gamsjäger schon sehr lange. Er hat vor 30 Jahren in Bruck seine erste Filiale eröffnet. Damals mit riesen Problemen. Und wir wissen ja alle, McDonald's war damals so quasi, was ist das, sehr vorsichtig. Aber er hat das super gemacht, er hat sich auch immer weiterentwickelt. Das ist jetzt seine 6. Filiale. Der Standort passt gut, kurze Wege von der Autobahn runter. Das heißt, auch ein bisschen so, der Verkehr wird nicht durch die Städte oder durch die Ortschaften geführt, sondern das ist ein optimaler Standort für mich. Und seitens der Wirtschaft können wir ihm nur gratulieren und schauen, dass er noch viele, viele gute Geschäfte macht und seine bis jetzt schon 240 Mitarbeiter weiterhin gut beschäftigen kann. Und das zeichnet ihn aus, dass er immer ein soziales Herz hat, auch, und auch für den Sport immer ein offenes Ohr hat. Also ich gratuliere im Namen der Wirtschaft. McDonald's ist sehr innovativ. Was können wir noch erwarten von McDonald's hier? Der neue Bestellservice. Man kann über das App schon bestellen. Man ist auf der Autobahn, bestellt 5 Minuten bevor man zum Restaurant überhaupt kommt, schickt man die Bestellung ab, wird gleich ins System eingebucht. Man kann dann entweder durch den McDrive fahren, im Restaurant abholen oder einen eigenen Parkplatz, wo es direkt vom Personal dann zum Auto gebracht wird. McDonald's Gamsjäger ist ein ganz besonderer Arbeitgeber. Haben Sie hier noch Sorgen mit dem Personal? Bekommen Sie genug Personal? Ja, natürlich, es ist wie bei allen anderen, aber ich bin stolz, dass wir unser Team im Management 3 von 4 Leuten schon gefunden haben. Also es gibt noch die Chance, im Management-Team mitzuarbeiten, und natürlich auch als Mitarbeiter kann man sich jetzt schon bewerben, weil wir werden die Leute in Bruck und in St. Lorenzen einschulen, dass sie dann fit sind für die erste Bewältigung des großen Ansturms, und da würde ich mich freuen, wenn wir die ersten Bewerbungen schon bekommen könnten. Wo kann man sich melden? Wie geht das? Wir haben eine eigene Seite von Team Gamsjäger, einfach draufklicken, alles elektronisch, man tippt drauf, man wird elektronisch durchgeführt, und es ist ganz, ganz einfach, sich hier zu bewerben. Abschließend,
Wann wird dieser Standort in Spital am Semmering eröffnet werden? Naja, wir haben jetzt Juli, wir haben vier bis fünf Monate Bauzeit. Ich schätze Mitte November, Anfang Dezember haben wir es ganz, ganz sicher offen. Mit der im November geplanten Eröffnung werden 50 neue Arbeitsplätze geschaffen und mit dem Spatenstich wurde das Projekt jetzt offiziell gestartet.